Willkommen zum neuen Video. Ich zeige euch, wie ich eine klassische Aprikosen-Käse-Sahnetorte mache. Zu Beginn trenne ich die drei Eier, die müssen übrigens Zimmertemperatur haben, und schlage die Eiweiße mit 3 Esslöffel kaltem Wasser und einer Prise Salz steif. Etappenweise gebe ich den Zucker und Vanillezucker dazu, bis ich am Ende eine steife Eiweißmasse erhalte, die Spitzen bildet. Nun kommen jeweils die Eigelbe dazu. Leider sind sie mir auseinandergelaufen, aber das macht gar nichts. Ich gebe sie dennoch schrittweise dazu. Zuletzt mische ich das Mehl mit der Stärke und dem Backpulver und siebe diese trockene Mehlmischung in die Eiermasse und hebe alles sanft unter, bis keine Mehlklümpchen mehr zu sehen sind. Den Biskuitteig gebe ich nun in eine mit Backpapier ausgelegte 26 cm Springform. Ihr könnt auch einen Tortenring nehmen, wenn ihr den habt, und backe ihn im vorgeheizten Backofen. Alle Zutaten und Mengenangaben stehen wie immer in der Infobox. Sobald der Biskuit fertig gebacken ist, lasse ich ihn komplett erkalten und schneide ihn einmal waagerecht durch. Hier habe ich bereits Gelatine vorbereitet. Ich hatte sie in Pulverform. Ihr könnt aber auch Blattgelatine oder Agatine verwenden, wenn ihr das wollt. Nun würfel ich die Aprikosen aus der Dose. Die habe ich zuvor abtropfen lassen und den Saft aufgefangen. Ich nehme mir den Nicer Dicer zur Hilfe und nein, es ist nicht gesponsert und ich kriege auch kein Geld dafür. Der Vorteil davon ist, dass ich schöne Würfel erhalte, so wie ihr jetzt hier sehen könnt. In einer Schüssel bereite ich die Quarkmasse zu. Zu ihr gebe ich den Abrieb einer Bio-Zitrone und den Saft. Dann den Zucker und Vanillezucker. Das alles miteinander gut verrühren. Die Sahne schlage ich auch steif und stelle sie erstmal in den Kühlschrank bis zur weiteren Verwendung. Besucht mich doch auch auf Instagram und auf meinen anderen sozialen Netzwerken. Die ganzen Links dazu findet ihr in der Infobox unter dem Video. In der Zwischenzeit erwärme ich die Gelatine, auf gar keinen Fall kochen, denn sonst verliert sie ihre Fähigkeit zu gelieren, und gebe 4 Esslöffel vom aufgefangenen Aprikosensaft und 1 Esslöffel Quarkmasse dazu, um die Temperatur auszugleichen. Danach kommt die Gelatine in die Quarkmasse und wird sehr gut miteinander verrührt. Jetzt hebe ich die Schlagsahne unter und gebe zuletzt die Aprikosenwürfel dazu.
Mit dieser herrlich cremigen Käsemasse bedecke ich den unteren Biskuitboden, den ich mit einem Tortenring umspannt habe, und lege die andere Biskuithälfte obendrauf. Die Torte muss jetzt über Nacht in den Kühlschrank. Am Folgetag dann die Eröffnung der Käsetortensaison. Da sie recht groß ist, kann man sie ruhig in kleinere Portionen aufteilen. Das mache ich mit diesem Tortenportionierer. Etwas Puderzucker drauf und fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich die Seiten der Torte noch verzieren. Das habe ich nicht gemacht. Macht die Torte unbedingt nach und lasst mich wissen, wie sie euch geschmeckt hat. Ich wünsche euch noch einen guten Appetit und bis bald. Tschüss.